Herzlich willkommen auf Ureladay. Wir schauen uns jetzt ein kleines Beispiel zu den Drehungen im R2 an. Wir haben jetzt letztes Mal gesehen, wie die Drehungen im R2 funktionieren. Jetzt haben wir hier explizit einen Vektor aufgeschrieben. Wir wollen den jetzt um 90 Grad drehen. Das heißt, diesen Vektor V, den ich hier angezeichnet habe, den wollen wir hier um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn dahin drehen. Wir haben gelernt, dass wir das mit den Matrizen, die ich mit R Alpha bezeichnet habe, dass wir das hinkriegen. Deswegen schreiben wir die nochmal explizit auf. Das ist R Alpha. Das war Cosinus Alpha. Hier haben wir Sinus Alpha. Hier haben wir Minus Sinus Alpha. Und hier haben wir Cosinus Alpha. Das war unsere Drehmatrix. Aber jetzt wollen wir nicht ein allgemeines Alpha hier haben, sondern wir wollen diese 90 Grad. Das heißt, was wir hier machen, ist einfach die 90 Grad einsetzen und das ist Cosinus 90 Grad, Sinus 90 Grad, Minus Sinus 90 Grad und hier Cosinus 90 Grad. Jetzt haben wir die 90 Grad so gewählt, dass wir hier diese Werte ausrechnen können. Wir wissen, was der Cosinus von 90 Grad ist und wir wissen, was der Sinus von 90 Grad ist. Setzen wir das hier ein, der Cosinus von 90 Grad ist einfach 0, der Sinus von 90 Grad ist 1, das heißt hier haben wir minus der Sinus von 90 Grad ist minus 1 und hier haben wir wieder die 0 für den Cosinus von 90 Grad. Und jetzt haben wir gelernt, dass wir die Drehung dadurch zustande bringen, dass wir hier diesen Vektor V mit dieser Matrix R von 90 Grad multiplizieren. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Das heißt, wir haben hier diese Matrix 0, 1, 1, 0 und multiplizieren mit diesem Vektor. Das ist ein Vektor, aber wir können das auffassen als eine Matrix, die nur eine Spalte hat. Und dann wissen wir, wie die Matrix-Multiplikation funktioniert. Einfach, wir nehmen diese eine Spalte, legen sie zuerst auf diese Zeile, dann kriegen wir hier 2 mal 0 plus 1 mal minus 1 ist minus 1. Dann legen wir hier diese Spalte auf die zweite Zeile, dann kriegen wir 2 mal 1 ist 2 und 1 mal 0 ist 0. Das Ergebnis von dieser Multiplikation ist dieser Vektor hier. Das zeichnen wir den mal ein. Das heißt, die x1-Komponente ist minus 1, die x2-Komponente ist 2. Wir den einzeichnen. Und wir haben so etwas dahin. Das heißt, tatsächlich haben wir hier diesen Vektor um 90 Grad gedreht. Den können wir jetzt auch nennen R90 Grad V. Das heißt, wir haben diesen Vektor V mit dieser Matrix hier abgebildet auf den gedrehten Vektor. So, vielen Dank und bis bald wieder auf Ureladay.